Ja, beiß rein, komm. 20 Euro ärmer, aber dafür haben wir zwei gute Smoothies. Der kommt schon geil. Warum bist du rassistisch? Wir mussten heute einen Outfit basteln, wo wir zum einen ins Borchardt gehen können. Das ist so ein eleganter Schnitzelladen, wo es die ein oder andere gute High-End-Chai gibt. Und dann, und dann müssen wir noch rübersteppen. Aber ist auch Party, Bro. Borchardt, wie ich es gecheckt habe, ist freitags, ist zuerst Schnitzelladen und dann eine gute Partyladen. Und danach müssen wir Richtung 2-3 ans Set von Max gehen, also von Max und Michi, also Klang, Künstler und Kobosil. Und das wird dann ein langer Abend. Und davor gehen wir noch in die City, gehen noch den einen oder anderen Shop abchecken. Ja, ja, und deswegen checkt heute vor, heute wird wilder Vlog auf jeden Fall so. Heute wird Overkill und deswegen müssen wir aufbasteln, wie sonst lange nicht mehr. Ihr seht auf jeden Fall, der Mann all black, mit Paditees, ich genauso. Dieser Akatsuki Itachi-Look hier, mit dem Leder Balenciaga-Mantel, wir sind auf jeden Fall drin. Ein geiler Vlog, ich kann es garantieren. Mit Andy und Jaja vor einem Glück. Wir gehen rein. Ja, wir sind drin. We back. Oh, wir sind zurück. Wir haben es geschafft. Und zwei Tage bei noch kein Uber zu fahren. Das ist verrückt für mich. Noch kein Uber. Leon ist gefahren, oder? Gute S-Bahn. Also, Friends, das sagt Jaja. Das sind die besten Quarkbällchen in Town. Er lädt mich auch in. Ich weiß niemals, was Quarkbällchen sind. Aber wir werden gleich herausfinden, was die besten Quarkbällchen von uns sind. Das sind also Quarkbällchen. Frage mich nicht, wer auf den Namen gekommen ist. Ja, beiß rein, komm. Geh rein, Bro. Ich muss schon sagen, Bruder, verrückt. Verrücktes Ding. Franskis, wir sind hier in der Mitte. Wir waren jetzt in diesem Laden, in diesem Archive Fashion Laden. Der hat immer wilden Stuff dort. Ich habe eine Magella Pattern probiert, hier eingeblendet. Aber war mir schon ein bisschen teil, muss ich sagen. Ich habe selber noch so viele gute Skinny-Hosen, die einfach keine Liebe bekommen, wie die Chais nach dem ersten Mal. Oh, der Typ ist so gottlos, Alter. Ja, ja, wir gehen rein auf jeden Fall. So kurz, so nach KDW gehen. Der droppt diese Bomben auch immer aus dem Nix. Ja, ja, normal. Du läufst so rum und du bist im P-Berg und hier sind so junge Eltern mit ihren Kindern so. Stark, auf einmal droppt er so, diese nach dem Bums. Freunde, auch in Berlin hat man keinen Heimweh. Aber in der Schweiz, das größte Heimgefühl ist, wenn du reinkommst und du zahlst 10 Euro für einen Fang Smoothie. Haben wir auch in Berlin hier. Ja, ja, den grünen. Ich habe den pflaumenartigen. Leute, grün wegen Toxic. 20 Euro ärmer, aber dafür haben wir zwei gute Smoothies. Ja, ja. Denkst du, ich habe Spaß, dich jemals zu erinnern? Annual Glitz abonnieren? Nein, nein. Deswegen, ganz kurz, ganz kurz. Annual Glitz abonnieren und liken dieses Video, damit das Video schon weitergeht. Und ihr viel Spaß habt. Wir sind drin, Freunde. Also wir testen gerade Vanille Fatal und Vanilla Sex, die neuen Düfte von Tom Ford. Und wir haben hier eine klare Meinung. Also es gibt einmal den Schwarz. Das Mädchen und die Buse. Ja, ja. Also Bube, Mädchen. Also wir sagen die Jungs, die zwei Jungs sind bei Vanilla Sex, oder? Ich bin auf jeden Fall bei Vanilla Sex dabei. Ich bin bei Vanille Fatal. Ich finde allgemein beide Düfte nicht so spannend. Aber Fatal wäre mein Favorit. Dieser Duft, wenn ihr genug Geld habt und ihr mich auftreten müsst, Interlude 53. Ich habe alle rein, ich habe alle von Interlude, also ich habe den Black Iris, normalen und 53. Was kostet der? Der kostet, glaube ich, 600 Euro. Aber ich muss wirklich sagen, bei dem, da zahlst du schon für Power. Du zahlst für was, Bro. Nein, er ist verrückt. Also du gehst in den Club, du kommst nach Hause und du musst noch duschen, damit er weggeht. Also ich meine, diese Power hat er. Der neue Duft von PDM, wie heißt der Duft? Parfum de Mann. Ja, oder PDM. Nein, der Duft. Persol. Also PDM, Persol, Freunde. Wir gehen rein. Live-Verkostung. First Smell, der kommt nächste Woche raus. Aber nur in Stores, oder? Also. Die gute Frau hat den gerade von hinten aus Bag gezogen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Sehr, sehr fruchtig, so, aber zitrisch auch. Man riecht die Ananas. Ich liebe halt diese Creed-DNA, diese Creed-Aventus-DNA. Ist auf jeden Fall ein bisschen drin. Grapefruit riechst du auch. Ja, Grapefruit ist geil. Ich habe halt einen geilen Grapefruit-Duft. Kennst du dich bei Roger ein bisschen aus? Ja. Roger Burlington, 1819. Da ist so ein, der sagt mir jetzt gerade. Der riecht wie so eine Grapefruit-Fanta. Der riecht genauso. Für 5 Euro. Ja, ja. Top-Duft, aber wirklich. Freunde, wer Grapefruit gerne hat, der kann schon was. Der hat gute Eltern auf jeden Fall. Ich habe 300 Düfte zu Hause, aber das ist der Duft, wo ich sage, keiner kennt den, keiner muss den kennen, was ist das mein Top-Duft, Bro. Probier es, Live-Reaction, Leo. Mach ein paar Sprays, mach wirklich ein paar Sprays rein, Bro. Ich finde, der ist so schön. Der kommt schon geil, der hat auch eine süße Note, wie ich es mag. Ja, geh rein. Ah, doch, der kommt gut.
gefällt mir richtig gut. Wood Jasmine. Ich finde, der ist top, top, top. Der ist top. Der ist top. Der Duft, ich schwöre, wenn du so ein, du bist im Club, du siehst so diesen 400 frühen Club. Du siehst auf der anderen, beim anderen Tisch so ein Hassan, der gerade abserviert wurde. Da hat irgendwie so eine Dilara oder ging weg, Bro. Und er ist sauer drauf, Bro. Ja, warum bist du rassistisch? Nein, nochmal da, Bro. Du bist auch gerade ein Hassan, ne? Bruder, er nimmt die Whiskyflasche, diesen Duft und zieht dem Leo über den Kopf. Das riecht er dann. Das riecht er, ja. Bro, die mit Schnürsenkel und grünen Rollkrank, du warst schwarzer Hose. Das ist deine Arbeit, sagst du? Das ist deine Arbeit. Löwe, King Leo, schwöre. Die pöbeln mich an hier. Die pöbeln hier ihren Schweizer Freund an. So, Bergheim, El kassieren morgen. Wow. So, Bergheim antanzen, El kassieren. Schön hinten sitzen, dieser Mann. Okay, jetzt gehe ich nicht mehr. komm. Nein, er macht dies. Ja. Komm. Geh mal rein. Bro, du kannst mit mir nicht machen. Oh, bevor du so machst, ich laufe, weil er will, ich laufe. So, aber die wichtigste Person sitzt immer hinten rechts. Ja, das war auch recht. Da ist Leo mit dem W noch kurz. Der Präsident bei, Bro. Oh, Bruder, wieso gehst du nach hinten, Bro? Wow. Wir gehen ins Restaurant rein. Mit ein bisschen Haribo im Magen geht schon gut. Oh, mein Gott. Wo sind wir gelandet? Bro, wir sind in dem Laden in Berlin, wo sehr, sehr viel Schnee konsumiert wird. Aber auch sehr gutes Essen serviert wird. Wow, Leo, hörst du das? Der erste Drink mit Leo zusammen. Wir lösen. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf Asker da hinten, auf den guten Mann, der nicht trinken kann. Erster Mann hier. Der muss aufpassen heute, der Buchhalter heute. Freunde, der Schießen kann schon was, warte. Wow. Ja, schau mal, luftig. Oder ich könnte hier drin wohnen, so luftig ist das. Checkst du, Bro? So viel Platz hast du da drin, meinst du? Ich könnte mich hier verstecken. Mhm. Wir gehen rein, Nick. Warte. Das sind diese Höhlen. Wir gehen jetzt rein, wir löwen. Verrückt. Im Tanktop. Leo im Tanktop, löwe heute. Bro, Leo im Borchardt mit Tanktop, Bro, ist crazy Energie, Bruder. Also, wir haben jetzt eine große Mannschaftsbestellung. Zwei Powerades, blau. Ja. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein Marlboro Gold. Ja. Gold wie der Gucci-Gürtel auf jeden Fall. Ja. Und dann noch eine Red Bull. Normaler Red Bull? Ja, nein, der mit der Pisse vom Stier. Komm, du Fußboss! Hallo, Freunde. Wir sind drin. Wir haben es irgendwie geschafft. Alle haben gesagt, es wird abgebrochen. Ja, Leo. Das ist Content. Stark, auf Kamera, wow. Doch. Mann. Er kriegt langsam diese Testosteron, weil er gleich auflegt.
ja. Ja, ja, wir sind durch. 7 Uhr. Jungs, das war verrückt. Max hat gezaubert. Wie geht's? Wir sind durch. Was war das? Ja, Sirski. Was war das? Wir sind doch da. Jungs, es ist hell. Wir sind tot. Wir sind halt auch noch nicht fertig, Bruder. Bruder. Das ist ja das Ding. Ey, Bruder. Ich hab Hunger, ne? Bruder, kannst keinem erzählen, Bruder. Kannst Hunger, keinem Bro. Erzählen. Ich weiß nicht mal, wo wir sind, Bro. Wo sind wir in Berlin, Bruder? Alexander.